Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde der gepflegten Angelunterhaltung. Heute zu einer weiteren Folge Fischer Online. Ja, genau, es geht weiter. Ich habe fleißig gelevelt. Ich habe auch fleißig Geld gespart. Und ja, kleinen Moment, ich zeige euch das jetzt mal. So, dann starten wir mal. Oh, sogar ein schöner Tag. 8 Uhr, perfekt. Der Tag hat gerade begonnen. So, wir haben hier 8.867. Ja, was auch immer das für eine Währung ist. Und ihr seht, ich habe hier auch einige an diesen Tokens hier zusätzlich verdient. Ich habe ein paar Trophäen gefangen und so immer freigelassen. Ich habe mal gehört, mit den Teilen kann man sich hier ein paar wunderschöne Dinge kaufen. Deswegen dachte ich mir, ich spare die einfach mal und ja, lass halt die Trophäen frei. Ja, und wie man hier sehen kann, ich bin kurz vor Level 14. Ich kann es hier nochmal ganz kurz am Handy zeigen. Das bedeutet, wir können bald nach Polen reisen. Und ja, reichlich gespart haben wir auch. Das heißt, was auch immer wir da für ein Equipment brauchen sollten. Ich glaube, es geht Richtung Fliegenfischen. Sollten wir uns eigentlich kaufen können. Und ja, wir werden uns jetzt mal gemütlich zu unserem Spot begeben, an dem ich hier prinzipiell die ganze Zeit am Leveln bin und am Geld verdienen bin. Es gibt hier so ein, zwei Stellen, die finde ich doch relativ leicht zu beangeln und macht eine relativ gute Frequenz. Ich zeige euch gleich, sobald wir angekommen sind, welche Stelle ich meine. Und ja, bis gleich. So, lass mal den Freund hier mal ganz kurz tief durchatmen. Ihr hört, er ist ganz schön am Hecheln. Und ja, wir sind jetzt hier an einer meiner Lieblingsstellen hier angekommen. Ich zeige euch mal ganz kurz auf der Karte, wo wir uns genau befinden. Und ja, also hier ist das Camp. Ihr lauft hier quer durch den Wald und stellt euch hier auf diese Position. Dann habe ich hier immer hauptsächlich mit dem Blutwurm geangelt. Der bringt eine gute Frequenz und hat mir auch schon einige Trophys eingebracht. Und ja, ich zeige euch jetzt, wo ich hinwerfe. Ihr könnt auch hier in die Richtung. Wir sind bei einer eingestellten Tiefe von 1 Meter. Und ja, hier nochmal ganz kurz das Setup. Mit dem Setup bin ich hier am Angeln. Die Bremse erstmal ein bisschen runterdrehen auf 10. Und ja, dann werfe ich meistens hier in diese Richtung. Und warte, bis es beißt. Es dauert im Normalfall nicht lang. Es gibt so ein paar Momente, wo ich ein bisschen länger wartet. Einfach aussitzen, die Frequenz kommt wieder. Und ja, hier habe ich jetzt gut 2 Level bald verbracht an der Stelle. Weil, ja, sonst an den anderen Stellen hier am Gewässer fand ich es ein bisschen schwer hier mit dem fließenden Gewässer. Ist Posenangeln eh nicht so das Wahre. Und das Windfischen, ja, da habe ich den Trick noch nicht ganz raus hier im Game. Das geht relativ häufig schief, also es beißt relativ häufig nichts. Vielleicht mache ich da auch irgendwas falsch. Falls ihr da Tipps und Tricks habt für mich, ich bin ja auch noch relativ neu in dem Game, ab in die Kommentare damit. Und ja, das erste Rotauge. Und lasst uns mal ganz kurz schauen. Es müsste bald soweit sein. Das Level-Up sollten wir gleich geschafft haben. Und dann finden wir einfach mal zusammen raus, was das neue Gewässer dann so zu bieten hat. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ah, ja, by the way, liked das Video. Abonniert den Kanal und Ding Dong. Aktiviert die Glocke, dann verpasst auch du keinen weiteren spannenden Content mehr. Und ja, jetzt werden wir uns hier noch ein paar Minütchen gemütlich hinstellen, bis hier das Level-Up erreicht ist. Und dann will ich eigentlich auch direkt zum neuen Gewässer reisen und mal schauen, ob wir vielleicht unser Setup auffrischen müssen. Also ob wir vielleicht dann wirklich Richtung Fliegenfischen aufrüsten müssen hier von der Route her. Weil ich glaube, an dem Gewässer gehört, also ich habe, glaube ich, gehört, dass dort relativ gut das Fliegenfischen funktioniert. Und ja, schauen wir uns gleich mal zusammen an, würde ich mal behaupten. Einfach dranbleiben, das Level-Up. Ah, verdammt, das war zu früh. Das Level-Up sollte demnächst dann irgendwann vonstatten gehen. Komm schon, ein guter Fisch und wir haben's. Wen's interessiert, mal ganz kurz hier meine Einstellung. Ich habe hier ein bisschen rumprobiert mit den Einstellungen und
Irgendwie gefällt es mir so optisch am besten. Ich glaube, da holt man am meisten hier aus dem Spiel raus. Müsst ihr natürlich von euch selbst wissen, wie es euch besser gefällt, aber ich finde doch, wenn man es sich schön einstellt, dann hat die Grafik auch was für sich. Auch wenn sie schon ein bisschen älter wirkt. So, Karausche, leere Karte, ein Stück. Okay. Okay, war noch nicht unser Level up. Dann wohl der nächste Fisch. Ja, da geht's direkt weiter. Jetzt aber. Du bist doch unser Level up. Okay, das war knapp. Einer noch. Etwas Geduld, wir sind gleich soweit. Aber ihr seht schon, die Frequenz ist hier ziemlich gut. Also wenn ihr ein bisschen XP machen müsst und Silber, also Geld verdienen wollt hier im Game, kann ich euch die Stelle hier wärmstens empfehlen. Level up, Freunde! Level 14 erreicht. Yes! Hat jetzt ehrlich gesagt auch eine Weile gedauert. Ich war nicht regelmäßig hier dran, aber ja, doch immer wieder mal. Und ja, es hat seine Zeit gedauert. Also ihr müsst da ein bisschen Geduld mitbringen, ihr müsst auch ein bisschen grinden. Dann funktioniert das aber. So, ich werde mich jetzt mal hier gemütlich zurück zum Camp begeben. Nochmal kurz die Fische verkaufen, die wir gerade gefangen haben. Ich nehme euch da auch gerne mit. Dann seht ihr mal, was die paar Minuten hier einbringen, finanziell. Und ja. Und dann schauen wir uns gemeinsam das neue Gewässer an. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. So, also. Gehen wir mal verkaufen. Ja, 12 Silber, sage ich jetzt einfach mal. 12 Silber verdient. In doch relativ schneller Zeit, also. Da gibt's gute Fische. Ihr fangt Perauschen, ihr fangt Hasen, ihr fangt Rotaugen, ihr fangt Kaulbarsche und Giebeln. Und hauptsächlich die Karausche, die bringen halt am meisten Geld ein. Und ansonsten, ja, die Rotaugen sind auch nicht schlecht, die Rotfedern auch nicht. Aber die Kollegen hier, die wollt ihr unbedingt haben. Das ist am besten in groß. So, wir verkaufen mal. Zack. Und ja. Dann würde ich mal sagen, Premiere, Abfahrt ans neue Gewässer reisen und dann nach Polen an die Karpaten. Yep, Level 14 bis 100. Okay, Premiere. 3, 2, 1, wir reisen. Uiuiui, ich bin neugierig. Okay. Ja, okay. Interessant. Ja, da hinten hätte man noch ein bisschen Textur reinbringen können. Aber ja, gut. Ansonsten sieht es sehr gut aus. Ich jetzt hier nicht mehr hoch. Ernsthaft? Aha, man kann ins Wasser gehen. Auch interessant. Okay. Können wir schwimmen oder was ist hier los? Interesting. Very interesting. Oh, da hinten ist noch ein Gebäude. Schauen wir uns doch erstmal die Karte an, hier mitten auf dem Gewässer. Okay. Wir sind hier. Ja, doch etwas kleiner als erwartet. Da hinten scheint sowas wie ein Stausee zu sein. Ich glaube, das schaue ich mir als erstes an. Wenn ich hier irgendwie
das Wasser nochmal überqueren kann. Ohne dass ich hier untergehe. Aber ist schön gemacht. Hier können wir dann höchstwahrscheinlich wieder die Fische verkaufen, ja. Und hier können wir wahrscheinlich einkaufen. Gibt es hier eigentlich irgendwas? Oh ja, hier gibt es andere Sachen. Okay. Interessant. Hosen, Spinning. Fliegenfische. Ja, doch. Da sollten wir doch genügend Geld angespart haben, uns hier was leisten zu können. Aber jetzt erstmal hier ein bisschen das Gewässer erkunden. Was gibt es denn hier für Fische? Bachforellen, Rotaugen, Flussbarsche, Aaland, Hasel, Brasse, europäische Esche, okay. Der Döbel, ja, der wird auch nochmal interessant werden. Die Rotfeder, Sichling. Der Grashecht, die Barbe, okay, wir haben hier Barben. Regenbogenforelle, Goldforelle, Seeforelle, Nase und Donaulachs. Okay, das wird auf jeden Fall interessant werden. Jetzt schauen wir, ob wir da hinten irgendwie hinkommen, an den Stausee oder whatever das sein mag. Weil mich interessiert, ob wir jetzt hier nur ein fließendes Gewässer zum Angeln haben oder da hinten vielleicht auch mit der Grundroute oder mit der Pose was anstellen können. Das finden wir jetzt einfach nochmal zusammen raus. Und ja, wie gesagt, wenn ihr mehr Folgen hier zu Fischer Online sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, einen Kommentar. Und ja, dann geht's hier mit Sicherheit auch weiter. Immer ein bisschen Geduld haben, es dauert hier mit dem Level. Das eine Level sollte man relativ flott hinkriegen, aber das nächste Gewässer habe ich gesehen. Da müssen wir dann schon wieder Level 17 sein, nach Frankreich hier, Tschechien, Level 15, das kriegen wir relativ flott hin, denke ich. Aber ja, das nächste Gewässer könnte da wieder einen kleinen Augenblick dauern. Okay, ich habe so das Gefühl, hier kommen wir nicht durch. Nee, es sieht nicht danach aus. Und ja, jetzt in der Richtung eigentlich nochmal weiter. Ja, das hier sieht auch nochmal interessant aus, der Bereich hier. Ich denke, hier gibt es auf jeden Fall noch reichlich zu entdecken. Und ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich für diese Folge. Und werde in der Zwischenzeit mich hier ein bisschen rumprobieren. Mal schauen, wo hier ein paar gute Spots sind. Und wir überlegen dann auch nochmal drüber, also wir denken nochmal drüber nach, uns hier ein neues Setup zuzulegen. Ich denke, ich werde demnächst dann nochmal eine neue Folge rausbringen, wo wir uns dann mit dem Setup beschäftigen. Und ja, Freunde, like das Video, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Tschüss, euer Pate.